Hallo und herzlich willkommen zur RCCO eSport Series. Die dritte Veranstaltung nach dem Red Bull Ring und dem Nürburgring sind wir hier für zwei Rennen, zwei Qualifyings am Circuit de la Sarthe in Le Mans. 13,626 Kilometer lang. Training haben wir gerade absolviert. Waschow vorne vor Blauschneggi und BS Powersports. 3:38,226 die Zeit, die es zu knacken gilt jetzt in der Qualifikation. Die Leute haben sich so ein bisschen eingerollt. Und die Premiere feiert der Le Mans Gesamtsieger von 2010. Wir haben Mike Rockenfeller dabei. Der ist allerdings so ein bisschen gehandicapt. Kein Lenkrad hat er vor sich, sondern einen Controller. Wollen wir mal gespannt sein. Im letzten Jahr ist er noch hier in der Corvette unterwegs gewesen, in der GT-Klasse. Und jetzt gilt es, den Audi e-tron Vision Gran Turismo hier mit möglichst Bestzeit um die 13,626 Kilometer rumzuprügeln. 815 PS, das Auto nicht nur hier auf der PlayStation, da ist es ja entstanden und Audi hat es dann in 11 Monaten Bauzeit 2018 wirklich auf die Räder gestellt. Drei Motoren treiben das Ding an, 1000 Newtonmeter Drehmoment, insgesamt 1450 Kilo und der Koffer geht richtig. Mike Rockenfeller? Servus. Guten Tag. Wie fühlt sich's an in dem Ding? Naja, ich bin ein bisschen überfordert hier mit allem. Also Strecke kenne ich ja einigermaßen, würde ich sagen. Daran liegt es nicht. Am Controller ist auch nur eine halbe Ausrede, weil ich habe gerade eben erfahren, hier fahren einige oder der Schnellste ist auch mit Controller unterwegs. Also daran liegt es auch nicht. Ich glaube, es liegt tatsächlich an der Übung, die fehlt. Aber es macht mega Spaß, wie immer, wenn man sowas macht. Und gerade natürlich hier die Möglichkeit hat, gegen die anderen Jungs zu kämpfen. Jetzt sind wir gerade aus der Box gefahren. Auf der Aufwärmrunde sozusagen. Jetzt versuche ich mal die Reifen nicht schon über zu strapazieren. Und ja, aber ich glaube, das wird ein schwieriges Qualifying für mich. Aber ich versuche mein Bestes natürlich. Ja, gerade noch gesagt, schon fast im Kies. Also von daher, ja, ist nicht ganz einfach, das Auto zu kontrollieren. Gerade auf der Bremse tue ich mir extrem schwer. Aber es macht Spaß und die Grafik ist toll und wenn man sieht auf den Geraden, wie die Funken sprühen vor einem, wenn ein Auto vor einem ist, das ist mega cool. Das ist echt toll gemacht. Es gibt nur 5 Minuten Zeit im Qualifying, heißt also, es bleibt Zeit für eine Runde Outlap, um die Reifen, Bremsen auf Temperatur zu bringen und dann gilt es gleich eine Zeit zu setzen und möglichst wenig Ausritte zu haben. Wenn man abkürzt, gibt es ja so eine kleine Zeitstrafe, das Auto beschleunigt dann nicht mehr ordentlich. Also sollte man möglichst zwischen den beiden weißen Strichen oder der gestrichelten Linie auch unten auf der Unadia sein. Definitiv, ja. Also da wird man sofort bestraft. Der Computer ist da gnadenlos. Normalerweise sind da die Marshalls gefragt, aber die PlayStation kennt da keine Gnade. Bei den 24 Stunden drücken die dann aber doch eher mal ein Auge zu. Ja, der Computer nicht. Nee, genau. Da wirst du nicht sofort... sofort bestraft. Aber die sind da auch relativ streng. Also da gibt es dann auch Warnings und ab irgendwann, wenn du es dann wirklich übertreibst oder die Teamkollegen, man ist ja nicht alleine am Auto eben, während dem Rennen dann, ja, gibt es dann die Strafe irgendwann schon. So, jetzt geht's hier los. Letzte Schikane. Dann schauen wir mal, was geht. Also ich glaube, wenn ich nicht Letzter bin, ernsthaft, bin ich schon ziemlich glücklich eigentlich. Du bist die Strecke, glaube ich, als einziger hier wirklich im Real Life gefahren und zwar nicht nur im Prototypen, auch im GTE. Kannst du uns bestimmt mal erklären, wie die aus Fahrersicht ausschaut? Wir steigen da mal rein. Auf jeden Fall, jetzt sind wir hier auf Startziel, fahren zur ersten Schikane hin. Da muss man schon mal ein bisschen bremsen, weil das Auto wird leicht. Jetzt hier durch die Schikane, ganz gut erwischt eigentlich. Besser als ich gedacht habe. Jetzt Vollgas hier runter, Linksknick, hier ein bisschen lupfen, das Auto untersteuert. Hier schon wieder bremsen durch die Schikane. Hier wird normal das Heck immer auf der Kuppe leicht. Aber auch hier ist eher die Vorderachse das Problem. So, jetzt kommen wir hier Tête Rouge. Ah, früh am Gas. Ich hoffe, ich kriege kein Warning. Ich denke, zwei Räder waren noch auf der Strecke. Von daher, bisher alles ganz gut gelaufen. So, jetzt geht's das erste Mal auf die Gerade durchschnaufen. Schalten müssen wir nicht hier bei dem e-tron. Also von daher nur konzentrieren und gucken, wann der Bremspunkt kommt. So, ab dem 300 Meter Board kann man dann schon mal übers Bremsen nachdenken. So, jetzt voll den Anker schmeißen, weil man kommt auch relativ schnell an. Erste Schikane. Oh, ging auch einigermaßen. Oh, oder auch nicht.
Er war okay. Musste, oh, hinter mir. Bettina, die drückt, sehe ich gerade im Rückspiegel. Die haben natürlich noch Windschatten. Clever. Ich versuche da natürlich ein bisschen. Ich hoffe, ich halte die nicht zu sehr auf. So, jetzt kommen wir hier zur zweiten Schikane. Und da passiert's. Wo ist das? Komm, ich bin links. Wer ist denn da noch alles? Achtung. Ja, ich versuche mal hier, ne, so einigermaßen aus dem Weg zu gehen. Oder auch nicht. Oh, ja, stark. Wenn ich außenrum im Volley überholt. Also das passiert mir normal in echt nicht. Aber jetzt habe ich Windschatten. Jetzt hoffe ich, dass ich den Fehler reintreibe. Bettina macht das natürlich ganz clever. Hat jetzt wieder Windschatten. Fahren mir auch schön weg hier. Ich glaube einfach, ich habe zu wenig Leistung. Also es muss am Motor liegen. Die haben mir wahrscheinlich hier als Gaststarter das schlechtere Auto zur Verfügung. Oh, jetzt geht er im Windschatten. Jetzt komme ich ran. Einwandfrei. So, jetzt gleich kommt meine Lieblingspassage hier nach Anage. Das ist die langsamste Stelle. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht überschießt. Ei. Ganz gut. So, und jetzt Porsche-Kurven gleich. Das ist natürlich ein Traum. In jedem Auto, in jedem Spiel. So auch hier jetzt heute Abend. Das habe ich gerade eben schon gemerkt. Da merkst du einfach die Geschwindigkeit. Und ja, das, da weißt du nur, bis gleich wieder auf Start und Ziel. Und das macht, wie gesagt, extrem viel Spaß. Gar nicht so einfach hier. Nein. Ich glaube, jetzt kriege ich noch eine Strafe. Du hast auf jeden Fall noch Zeit für eine zweite Runde. 2 Minuten noch auf der Uhr. Muss mal kurz bremsen, Bettina. War du auch? Sehr gut. Ja, ist das dann so, wenn man die angefangen hat? Oh, ah, die Frauen, da hat die mich echt eiskalt in der letzten Schikane abgeschossen. Das gibt's doch wohl nicht. Naja, also, die anderen, so, es sieht tatsächlich nach dem letzten Platz aus. Sauer, Michael. Danke dir. Nee, ich bin noch gar nicht gefahren, insofern. Oh, Thomas! Ja, ich bin nicht letzter. Alles gut. Was war los, Thomas? Nichts Gutes. Ey, die Bettina hat mich voll abgeschossen. Kann man da mal ein Replay sehen? Kann man das irgendwie den Stewards melden? Ey, im Qualifying wird hier schon so gefahren. Wie soll das im Rennen nur werden? Wirklich. Ich bin noch nicht, jetzt muss ich die Ärmel mal hochkrempeln und die Ellbogen ausfahren. Das kann ja nicht wahr sein hier. Also der Mann, der bislang 4 Siege geholt hat, Michael Niemers, holt sich auch hier die Pole, die dritte in der ersten Saison in der RCCO eSport Series. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Danke sehr. Ja, Glückwunsch. Also Blauschnecki vor Waschow, Speedpool auf der dritten Position. Da sitzt Roland am Lenkrad und damit gehen wir jetzt rein ins Rennen. Am Circuit de la Sarthe hier in Le Mans. Dritte Veranstaltung. Und hier stehen sie aufgereiht. Die Audi e-tron Vision Gran Turismo. Das ist die Startreihenfolge. Die Lady im Feld, Bettina, startet von der 4. Position vor BS Powersports. Landy Racer, das ist Mike Rockenfeller auf der 6. Position, nachdem er dann nochmal abgeräumt wurde in der letzten Schikane im Qualifying vor Thomas Vogt und Volt Racing. 10 Runden zu gehen, ab geht's! Fehlstart, ich werd verrückt. Boah! Sir Henry im Übrigen. Alter! Da ist einiges los beim Anflug auf den Dunlop-Bogen in Richtung Tête Rouge. Geht's heiß her zwischen Speedpool und Waschow. Vorneweg Blauschnecki.
der erfolgreichste Mann in der laufenden Saison. Hier sehen wir Sir Henry. Das ist Andreas Tschorsch, der hier seine Premiere genauso wie Mike Rockenfeller feiert. Viel geübt, das hat sich offensichtlich ausgezahlt. Bettina in dezentem Orange. Sir Henry, im Übrigen der Hund von Andreas Tschorsch, hört auf den Namen. Insofern müssen wir uns ein bisschen umgewöhnen, aber ihn finden wir momentan auf der 5. Position direkt vor dem Speedpool-Chef Thomas Vogt, einem der 3 Landi-Racer auf der 7 und BS Powerspots auf der 8. Verbessert sich aber, nee, Volt Racing finden wir jetzt auf der 9. Position. Hier sehen wir auch im Bild allerdings 24 Sekunden zurück. Also da gilt es noch ein bisschen was aufzuholen für die Startnummer 42 für Frank Wilken. Auf der langen Nünnert-Jährgeraden, wo normalerweise der normale Verkehr rollt, LKWs und PKW, die abgesperrt werden, zumindest bei den 24 Stunden von Le Mans, der Klassik-Veranstaltung. Einmal im Jahr auf der PlayStation gibt es diese Probleme nicht. Da liegt da auch kein Unrat rum, immer mal wieder eine Schraube oder diverse Brocken, die da erst weggereinigt werden müssen, bevor das Rennen starten kann. Blauschnecki vorn, Wascho rückt auf und dahinter eine ganz enge Kampfgruppe. Nehmen Platz bei Thomas, nee, nicht Thomas Vogt, bei Speedpool HH. Das ist Roland Zumsande, der sich hier einmal Michael bisschen durchrempelt. Oh, Bettina auf der 5. Ja, und da macht sie richtig Boden gut. Niemals drückt sich im Kiesbett. Vor Niemals auf im Kiesbett. Zweite Position. Niemals im Kiesbett. Wascho momentan vorn. Einmal Zweiter, zweimal Dritter und zweimal auf der Pole gestanden. Also der weiß auch, wo am Controller der Gasknopf ist. 4,5 Sekunden, aktuell noch der Vorsprung, aber stark abnehmend. Da hinten kommt in Orange die Gefahr angeflogen. Bettina macht richtig Feuer. Sich enorm gefreut beim Streckenauslosen. Den ganzen Nachmittag schon heimlich geübt. Und dann ist zufällig, Mike Ockenfeller hat die Strecke gezogen, dann ist zufällig das Circuit de la Sarthe auch wirklich dran gekommen. Bestes Wetter hier in Frankreich und Landi Racer, Rocky versucht, der ist dran. Am BS Powersports e-tron Vision Gran Turismo. Kurz mal Platz bei ihm. Den Windschatten, das haben wir im Qualifying gemerkt. Der wirkt hier richtig gut, aber es reicht nicht, um hier in Richtung Dunlop-Bogen vorbeizukommen. Thomas Vogt unter Druck. Roland Zumsande rückt da deutlich näher und schiebt sich jetzt vorbei. Das Ganze in Runde 2 von 10. Damit Roland zumindest ja schon mal mit dem kleinen C in Richtung Podium unterwegs. Strafe für Blauschnigi, der Künstlername von Michael Niemers, der hier einen Sieg nach dem anderen hat feiern können. Wie feiert man so einen Sieg, Michael? Man ruft seine Freunde an, die momentan nicht kommen können, macht einen kurzen Videochat und stößt mit einem schönen Riesling an. Und sagt Juhu. Sorry. Gelbe Flaggen gezeigt. Überholen ist damit verboten. Thomas Vogt auf Abwegen unterwegs. Fällt dadurch weit zurück. Sortiert sich ein auf der 8.
Position. Während wir hier wieder auf Blauschnecki, auf Michael Niemers schauen, der auf 8,4 Sekunden schon rangekommen ist. Tendenz stark abnehmend. Eine Position dahinter dann Mike Rockenfeller. Mike, Simracing ist für dich kein Neuland. Du hast es schon, betreibst es schon ein bisschen länger, aber nicht auf der PlayStation. Ja, korrekt. Also PlayStation früher natürlich, in der Jugend sozusagen, war das ganz, ganz großes Thema. Aber ja, jetzt seit einem halben Jahr kann man sagen, unabhängig mal von den Simulator-Sessions, die ich bei Audi mache oder auch eben bei Corvette, dem richtigen Simulator, habe ich zu Hause jetzt auch, wie man im Hintergrund auch sieht, wo der Sitz da ist, meinen eigenen Simulator, wo ich dann eben ja, online Simracing mache, aber vor allen Dingen das auch nutze, um wirklich mich an neue Strecken oder so zu gewöhnen, Rhythmus zu kriegen. Macht mega viel Spaß. Ist Wahnsinn, wie realistisch das alles ist. Gerade das Simracing, das ist natürlich hier jetzt nochmal ein bisschen was anderes, muss ich sagen, so vom Gefühl. Aber macht trotzdem Spaß. Das Rennfeeling ist genauso da. Und ja, im Moment betreibe ich es natürlich ein bisschen mehr. Es sind viele, viele aktive Fahrer, die im Simracing gerade unterwegs sind und das für sich nutzen. Danke, Stefan. Das ist echt cool. Die RCCO Slotcar Series in diesem Jahr im 30. Jubiläum und Thomas Vogt hat so ein bisschen vorgeahnt, könnte man meinen, die Serie im Winter aus der Taufe gehoben und damit genau den Zahn der Zeit getroffen. Wir sind ja alle mehr oder weniger an zu Hause gefesselt, jetzt in Corona-Zeiten, und umso schöner, dass man sich zum virtuellen Rennfahren treffen kann. Bettina mittlerweile vorn, Blauschnecki dahinter, dann auf der 3 Speedpool HH, das Roland zum Sande. Redakteur bei Speedpool, für Audi im Einsatz bei der DTM und ein ganz großer E-Sport-Fan. Bettina war kurz bei Audi, jetzt ist sie Volontärin bei Speedpool und zeigt in jedem Fall, dass sie ein Racer-Herz hat und in dem Fall die Elektronen da durch die Blutbahn pumpt. 2,6 Sekunden der Vorsprung. Das ist der Zweitplatzierte Blauschnecki. Der Rekordsieger Michael Niemers. Bisher ging kein Weg an ihm vorbei. 4 Siege in 4 Rennen. Und hier krabbelt man sich um die hinteren Plätze. Thomas Vogt, der sich jetzt so ein bisschen breiter machen muss, weil von hinten kommt Mike Rockenfeller angeflogen. Im Windschatten duckt er sich daran an den Audi e-tron Vision Gran Turismo. Und hier schlägt er zu auf der langen, langen Geraden. Drückt sich vorbei. Jetzt nur nicht den Bremspunkt vorne verpassen. In die zweite Schikane rein, aber der passt. Und damit hat sich Rocky auf Platz 7 verbessern können. Schnellste Runde derweil von der führenden Bettina, 3:38.202. Aber der Vorsprung, der nimmt stark ab. Hier sehen wir es mit dem bloßen Auge im Bild. Blauschnecki schneckt sich da von hinten ran. Wartet auf den richtigen Moment, aber am besten nicht kurz vor Start und Ziel hinten in Fortschikanen. Da hat sich Bettina vorhin schon mit Rempeln hervorgetan. Rocky 28 Sekunden aktuell der Rückstand auf die Führende. Aber tolles Design. Ganz wie es sich für einen Audi-Werksfahrer gehört. Insgesamt sehr ausgewogenes Feld, alles noch relativ dicht zusammen.
Müssen wir hier eine Lanze für Rocky brechen, der wenig Zeit zum Üben hatte und hier als einer der wenigen im Feld mit einem Controller unterwegs ist, im Vergleich zu den anderen, die hier in ihren Simulatoren sitzen. So, auch Thomas, was war da los? Bremst in den Porsche-Kurven. Achte Position aktuell, 32,7 Sekunden der Rückstand. Weit rausgekommen, damit Mike Rockenfeller wieder ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Wir reingehen in die dritte Runde. Okay, noch den letzten Metern unterwegs und hier haben wir die Führende wieder im Bild. Bettina 1,3 Sekunden, 1,4 Sekunden der Vorsprung. Michael Niemers hat es heute nicht leicht. Der Modellbaukünstler, während wir hier den ersten Boxenstopp sehen. Thomas Vogt kommt rein, holt sich neue Reifen. Qualifying von Mike Rockenfeller schon mal gehört. Der e-tron enorm reifenfressend. Das haben wir auch bei der letzten Veranstaltung auf dem Nürburgring festgestellt. War die Frage, welche Taktik ist besser? Ohne Boxenstopp durch oder frische Reifen holen? Und am Ende war dann klar, es hat sich gelohnt, neue Gummis aufzuziehen. Runde 4 von 10, da sind wir gerade unterwegs. Lauschnicki kommt näher. Abstand mittlerweile unter einer Sekunde. Während da schön die Funken sprühen. Autos enorm tief abgestimmt. Jetzt bloß kein Fehler von der Lady. Lauschnicki wird die Chance wittern und nutzen. Kriecht ihr da förmlich unter den Heckflügel drunter. Zieht aber nochmal zurück. Jetzt im Windschatten. Kriegt eine Strafe. War zu weit draußen. Bettina kann nochmal durchatmen. Durch Mülsan in Richtung Indianapolis. Auch der Teil ist normalerweise öffentliche Straße. Der Drittplatzierte, Stefan Waschow, einmal Zweiter, zweimal Dritter, zweimal auf der Pole gestanden. Jetzt aktuell auf Podiumskurs unterwegs, 12,5 Sekunden der Rückstand, Tendenz leicht zunehmend. Hinter ihm lauert Roland Zumsande. Auf der vierten Position, den sehen wir hier. Er hat es nicht ganz so leicht. Andreas Czorsch kommt auf der fünften Position mit nur 1,3 Sekunden Rückstand angeflogen. Nein. Nutzt jetzt seine Chance, versucht es außenrum und kommt deutlich zu weit raus. Abgedrängt. Abgedrängt. Abgedrängt? Das war die Ausrede, die gerade kam. Der Kampf immer noch zwischen 1 und 2. Halbe Sekunde liegt jetzt wieder zwischen den beiden. Während Michael schon wieder eine Strafe bekommt. Er stellt sich hier selbst ein Bein. Gehen wir rein in Runde Nummer 5. Also Bereich der Rennhälfte. Beide überschießen. Kürzen da in der Schikane ab. Am Dunlop-Bogen. Jetzt runter Richtung Tetrusch. Während Zumsande noch auf Start und Ziel unterwegs ist, relativ allein auf weiter Flur. 27 Sekunden der Rückstand, 11 der Vorsprung auf den 5-Platzierten. Hier ist Powersports Björn Skotke oder Scotty. Zweimal Zweiter, zweimal Dritter. Auch er hat eine enorm gute Bilanz vorzuweisen in der aktuellen Saison.
Rocky kurz abgekürzt in der Schikane. Reifen sind durch. Wie im echten Leben, dann hol dir neue. Ja, die Frage ist, was ist denn hier der Pitstop-Loss? Weiß das einer ungefähr? Ich will ja Reifen schon weiterfahren, ja, aber ich glaube, das wird nichts. Das glaube ich auch nicht. Hol dir neue Reifen, das lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Sind ja schon alle drin? Jo. Okay. Also nicht alle, ich. Manche. Im Bild hatten wir den Boxenstopp von Thomas Vogt, den wir aktuell auf der 8. Position finden. Und das ist der Kampf, der weiterhin an der Spitze tobt. Bettina lässt Niemers einfach nicht vorbei. Aktuell eine knappe Sekunde, die zwischen den beiden vergehen. Waschow auf 3, rund 7 Sekunden zurück. Roland auf der 4, hier ist Powersports auf 5 und hier sehen wir wieder Startnummer 4 von Mike Rockenfeller. Er war langsam auch unter Druck gerät von Sir Henry. Also von Andreas Tschorsch, der Teamkollege von Thomas Vogt bei TV Racing in der Slotcar-Serie. Gelbe Flaggen gezeigt. In der Mühlsann. Eine Stelle, bei der es öfter mal Abflüge gibt, auch im richtigen Leben. Blauschniggi derweil in Führung gegangen. Bettina auf die 2. Position verdrängt. Aber jetzt kommt der Boxenstopp von beiden. Komplette Spitze kommt rein. Auch Waschow momentan beim Reifenwechsel. Den sehen wir hier, den Führenden. Ab geht's. Da ist alles glatt gegangen. Wer hätte es gedacht? Also Reihenfolge nach dem Boxenstopp genauso wie vorher. Blauschniggi vor Schuller Waschow. Schnellste Runde auch ein 3:35.009. Zum Vergleich die schnellste Runde, die jemals auf dem Circuit de la Sarthe gefahren wurde. Bei den 24 Stunden von Le Mans zumindest war eine 3:14.791. Jahr 2017 von Kamui Kobayashi im TS 050 Hybrid. Rocky drin. Und mit frischen Rädern wieder unterwegs. Zuletzt im LMP1 2012 hier unterwegs gewesen. Und in den letzten Jahren dann ausgeliehen an Corvette. Das Rennen ja auf den September, zumindest nach aktuellem Stand, verschoben. Da sehen wir dich wieder, Mike. Ja, dieses Jahr nicht, nee. Nee? Leider nicht. Also war mal nicht geplant, weil das war ja alles natürlich anders von den Terminen und da war ja eine Überschneidung mit einem DTM-Rennen. Stimmt, anders dort. Ja. Ja. Und dementsprechend konnte ich da nicht zusagen an Corvette und die mussten sich umorientieren, ja. Und jetzt ist natürlich wieder alles anders, aber gut, die Verträge mit anderen Fahrern oder wie auch immer sind natürlich dann schon gemacht, ja. Daher ein bisschen dumm gelaufen mit dem Terminkalender, aber egal wie, ich bin froh, wenn wir dann überhaupt wieder Rennen fahren. Vielleicht ergibt sich noch was für Le Mans, wer weiß. Aber natürlich in erster Linie bin ich froh, wenn wir mit der DTM wieder starten können. Das bin ich auch. Kannst du laut sagen. Blauschniggi also vorn. Waschow
mittlerweile auf die 2 nach vorn gefahren. 3 Sekunden jetzt der Rückstand. Bettina zurückgefallen auf die 3. Position, aber mit komfortablen 22 Sekunden Vorsprung vor Roland zum Sande. Für Speedpool Haha hier unterwegs ist auf der 4. Position. Hier sehen wir ihn, Startnummer 41, hier auf seinem E-Tron Vision Gran Turismo an der Seite prangt. Der wiederum gejagt wird von BS Powersports, von Björn Scotti. Im 2. Rennen komme ich übrigens. Jetzt habe ich viel gelernt hier. Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn du wieder dabei bist. Hier auf Platz 7 im Niemand. Oh, da vorne ist, kommt einer. Sir Henry, ich komme. Da funkt's schon auf der Geraden hier. Ja, Thomas Vogt ist 9,3 zurück. Du hast 6,3 Sekunden auf Sir Henry. Den hole ich mir jetzt. Sir Henry. Sir Henry mit Strafe, also er macht es dir noch ein bisschen leichter. Easy. Komm an die Spitze ran. 52 Sekunden. Könnte noch was werden. Gehen rein in die 7. von 10 Runden, also hast noch ein bisschen Zeit. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich... Hauptsache ich komme nochmal an irgendjemanden so ein bisschen zu kämpfen, weil das macht echt Spaß. Bettina 13,6 zurück und da macht man sich bereit für den nächsten Boxenstopp. Der 5. Platzierte kommt rein. Beam me up, Scotty. Oder gib mir einmal neue Reifen. Genau. Ja, du bist so ein bisschen außerhalb der Kameras unterwegs. Wie ist es bei dir? Ja, also bei mir ist es im Grunde genommen ganz gut. Ich bin am Start hier in dieser Schikane vor dem Dunlop-Bogen ein bisschen in ein Getümmel geraten und umgedreht worden. Aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen, bis das natürlich die Reifen, die könnten etwas länger halten. Und ja, ich habe mich entschieden für eine Zwei-Boxen-Stopp-Strategie und hoffe, dass sich das am Ende auszahlt. Aber wie ich das so sehe, habe ich auf den Vordermann vor mir knapp 17 Sekunden Rückstand. 16, abnehmend, stark 16, abnehmend, ja. 15. Schauen wir mal. Also der ist noch nicht entrückt, Roland. Fast den Bremspunkt verpasst. Ja, 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 ja. So ist das so. Fahren und reden. Aber auch daran gewinnen wir uns. So, schauen wir kurz auf Bettina. 10 Sekunden auf Stefan auf der 2. Position. 14 auf den Führenden. Hier sehen wir den 2-Platzierten. 4 Sekunden zurück auf Blauschnicki. Stefan, wirst du den Michael heute mal vom Podium, von der obersten Stufe runterschubsen? Ich werde mein Bestes geben. Aber der Abstand steigt irgendwie gerade ein bisschen. Niemals muss man ein bisschen langsamer fahren. Was hältst du davon, Michael? Ich fahre schon langsam. In deiner Welt. Ja, es reicht nicht. 5,5, Tendenz steigend. Ich hatte gerade das Scotty-Syndrom. Fahren und reden gleichzeitig geht nicht gut. Achso, wen soll ich jetzt als nächstes ablenken? Michael. Also, was mir aufgefallen ist, falls es interessant ist, als ich der Bettina hinterhergefahren bin, hatte ich so viel Dirty Air, dass ich überhaupt keinen Anpressdruck mehr in den Kurven hatte. Deswegen, ranfahren war okay, aber vorbeifahren fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist ja interessant. Rocky hat vorhin im Quali gesagt, Windschatten gibt 3 Sekunden. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das war ein bisschen flachsig, ja. Schon.
nicht ran, das gibt's gar nicht. Wir haben gerade gelernt, da ist Dirty Air. Ja, ja, ich bin noch zu weit weg, also die ist noch nicht da bei mir. Aber macht sich das wirklich bemerkbar, so wie im Real Life, der Windschatten, so ab einer Sekunde knapp? Wenn der Michael das sagt, glaube ich schon, weil ich habe jetzt hier ehrlich gesagt noch nicht so in den Genuss gekommen, anderen so nah hinterher zu fahren. Aber bei jetzt sagen wir mal den anderen Simracing, was ich mache, merkt man das schon perfekt und sehr, sehr nah an der Realität. Also das ist echt cool dann. Auch der Windschatten und so, ab wann der wirkt und wie stark, und das ist echt klasse. Ich habe die Tage mit noch ein paar anderen DTM-Fahrern gesprochen, die sagen, sie bereiten sich mittlerweile selber ernsthaft mit Simulationen auf Rennen vor. Machst du es zum Spaß oder lernst du auch wirklich was dabei? Ja, es ist, glaube ich, unterschiedlich. Es kommt immer auf die Strecken an. Ich sag mal ein Beispiel, ich bin ja jetzt das erste Mal dieses Jahr für Corvette in Cota, Austin, Texas gefahren, ja. Und kannte die Strecke nicht, und da habe ich mich ernsthaft natürlich mit meinem Simulator darauf vorbereitet. In der DTM ist es nicht ganz so einfach. Ich würde sagen, da ist der Simulator, den wir bei Audi haben, noch deutlich hilfreicher, weil das Fahrzeugmodell einfach perfekt ist und das natürlich hier bei mir zu Hause nicht ganz 1:1 so ist. Aber auch da hast du gute Möglichkeiten, dann hier zu Hause zu sagen, okay, ich versuche aber trotzdem die Strecke nochmal ein bisschen zu verinnerlichen, die letzten Tage, bevor man dann zur richtigen Rennstrecke geht. Das hat sich aber bei mir jetzt erst wirklich ergeben, seit Herbst letzten Jahres. Vorher habe ich das nie gemacht. Aber es ist beides für mich. Es macht auch extrem viel Spaß. Also, wenn man das im Blut hat und dann da fährt, dann ist das echt cool. Du bist da so im Tunnel und da gehen die Stunden rum abends. Ich glaube, da können wir alle wissen, was ich da meine. Ist einfach toll und macht mega Spaß und gibt die Möglichkeit mir, aber auch allen anderen, die natürlich nicht einfach mal so sagen können, ich fahre jetzt auf der Rennstrecke dieser Welt oder das Auto. So ist es für mich ja genauso. Ich bin auch viele Autos nie gefahren, die man online eben oder in einem Sim-Racing-Spiel fahren kann, und ich finde, das ist eine wahnsinnig coole Geschichte. Das ist so doppelt unfair für normale Leute. Du hast den Traumjob, den du dir wahrscheinlich als Kind erträumt hast, und jetzt kannst du dich auch noch auf deinen Job beim Computerspielen oder beim Sim-Racing-Fahren vorbereiten und verbessern. Das ist doch großartig. Ja, absolut. Nee, also ist eine schöne, klar, habe ich immer gesagt. Das, was ich mache, ich glaube, wer da nicht glaubt oder nicht das Gefühl hat, das ist ein Traumjob, dann ist man nicht ehrlich. Also das ist von A bis Z toll. Natürlich gibt es auch Momente, die nicht so einfach sind, aber insgesamt lebe ich wirklich meinen Traum und mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich glaube, da kann man immer glücklich sein. Aber jetzt gerade aktuell kämpfe ich mit diesem Controller hier und beiße, um an P5 ranzukommen, aber da wird nichts irgendwie. Das Gefühl, der macht keinen Fehler vor mir. Da sind nur noch 2,9 Sekunden, Tendenz abnehmend, also ich glaube, die Fehler kommen gleich. Ja, jetzt stimmt, jetzt kommt es. Ja, ich bin auch. Hab selber genug Fehler, das ist das Problem, aber ich glaube, fürs zweite Rennen haben wir uns alle deutlich schon verbessert, das sollte enger werden dann. Scotty, wie sehr zitterst du, wenn Rocky von hinten kommt? Und wie sehr wirst du dich gleich verbremsen, wenn du mir antwortest? Also wahrscheinlich irre, weil du jetzt ja auch genau im richtigen Zeitpunkt das ansprichst. Für mich ist das natürlich ein ganz besonderes Gefühl, sich mal mit einem echten Rennfahrer, mit einem erfolgreichen DTM-Champion und Langstrecken-Champion zu messen, ihm zuzuhören und ihn einfach auch dabei zu haben. Das ist wirklich extrem was Besonderes einfach. Und gleich schmeißt du mir wieder die Tür zu, dann, wenn ich hinter dir bin. So muss das sein. Nein, das macht echt Spaß. Ich kenne die Jungs ja nicht alle oder jetzt die Bettina noch nicht da sozusagen so gut, aber vom Slotcar-Rennen, vor 2 Jahren, glaube ich, bin ich mitgefahren, das 24-Stunden-Rennen. Und ist echt eine coole, witzige Truppe und alle haben Spaß bei der Sache und haben Ehrgeiz, und so muss es sein. Wie man sieht, hast du ihn nicht aus der Fassung gebracht, eher mich. Du solltest ja nicht reden, aber du hast einfach angefangen. Ja, ich habe gedacht, ich komme. Na, aber es läuft noch nicht so.
Die Organisatoren wollen zeigen, dass E-Sportwagen und Nachhaltigkeit Spaß machen. Das Ganze bei Slotka-Rennen, genauso wie hier im E-Sport. Und ich denke, das kommt hier auf ganzer Bandbreite rüber und definitiv an. Ich glaube, gleich ist mein Akku alle. Ich komme dann später wieder rein. Das Rennen ist auch gleich alle. Runde 9 von 10 sind wir schon. Gucken wir nochmal auf die Drittplatzierte. Bettina, wie hast du dich auf die Saison vorbereitet? Meistens jede Mittagspause genutzt, um zu üben. Sehr gut. Hat sich offensichtlich ausgezahlt. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Du hast heute aus Versehen schon mal Le Mans geübt. Wie lange? Ja, 2 Stunden. Sehr gut. Rocky, du? Ja, Le Mans gar nicht. Und ich würde sagen, so eine Viertelstunde habe ich mich jetzt in das Thema hier mal reingefummelt. Aber ist nicht schlimm, alles gut. Also das soll keine Ausrede. Ich werde mich verbessern fürs zweite Rennen, definitiv. Können es deine Kids besser auf der PlayStation noch? Noch nicht. Die sind noch zu klein. Also das hier war auch wirklich, weil ich den großen Simulator hatte, standen die Jungs natürlich, am liebsten fahren sie draußen Catcar oder alles, was irgendwie sich bewegt und Räder hat. Und verfolgen das natürlich und haben dann gesehen, dass ich da ja am Spielen bin, aus ihrer Sicht natürlich. Und dann konnte ich die nicht immer nur zugucken lassen, habe ich gesagt, okay, für Weihnachten brauche ich denen was und hatte eh eine PlayStation, alten Fernseher hatte ich auch, den ich nicht mehr brauchte. Und dann gab es nur noch 2 Lenkräder, gibt es ja relativ günstig hier für die Kinder und die habe ich angeschlossen. Das Spiel hatte ich auch schon, das Spiel hatte ich nicht, die fahren tatsächlich Cars, Lightning McQueen, das ist ja so ein bisschen wie Mario Kart, nur in modern für die PlayStation und Michael, du lässt dich gar nicht ablenken. Das ist eine Maschine. Ich glaube auch. Hier beobachten wir ihn von außen. Das ist der Zweitplatzierte. Stefan Vachon. Ingenieur. Ex-Champion der RCCO der Slotka-Serie. Ersten beiden Rennen. Mit einem Controller unterwegs gewesen. Was passiert, Mike? Hab hier gerade ein Problem. Einen Moment. Muss nur noch die letzte Schikane überleben, aber ein bisschen Druck von hinten. Von hinten kommt der zweite, der hier seine Premiere feiert. Der Bildredakteur. Andreas George. War noch knapp, ha? Ah, ist noch eine Runde. Ja, ist noch eine Runde. Oh, ich dachte, wir wären hier schon im Ziel. Ui, dann wird's noch eng. Ui, 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 ui. Michael Niemers lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Unterwegs zu seinem 5. Sieg in Folge. Warum klappt es bei dir im Qualifying? Michael. Wie bitte? Warum klappt es bei dir im Qualifying nicht so? Also ich meine, heute hat es ja geklappt, aber bei den anderen Rennen, ich vermisse dich da auf der Pole so ein bisschen. Hört nichts mehr. Der hört nichts mehr. Aber Andreas Schorsch hat sich gemeldet zwischenrein. Er wollte ja ein bisschen Spaß haben. Jetzt kriegt er ein bisschen Spaß. Ja, genau. Bist immer noch hinter Mike Rockenfeller? Ja. Die. Ich komme. Hier sehen wir die beiden. Oh, Penalty. Kurz neben der Strecke gewesen. Du hast viel geübt heute auch. Oder die letzten Tage. Dich vorbereitet auf dieses Event? Ich bin ja jetzt seit 3 Wochen dabei. Ich habe das erste Mal vor 3 Wochen an die Bühne gesessen. Boah,
sage ich ganz krass. Aber ich kann das bestätigen, Olli, er hat viel geübt. Gibt es eine Zahl dazu? Also, das ist nicht viel. Also, ich glaube, das war mehr. Ich glaube, das war mehr, Andreas. Aber ich finde das gut. Du hast Biss. Du willst das. Du brennst. Dann sind seine Reifen drin. Genau wie beim Slot Racing. Also, Andreas hat sich da ja auch ins Favoritenfeld gefahren. Was ist denn da los? Ja, Rocky, jetzt gibt's Druck. Ah ja. Guck mal in die Karre links rein. Ne? Wahnsinn. Ich hab mich angepasst hier schnell, weißt du? Ui! So, während auf den hinteren Plätzen noch gefightet wird. Das, aber da muss ja die Rennleitung eingreifen, also das geht ja gar nicht. Jetzt ist im Qualifying von der Strecke gedrückt in der letzten Runde, also die Bandage, die ja. So. Hast du eine Penalty gekriegt? Oder nein, ich hab dich wieder vorgelassen. Ach, komm. Warte, da warte ich ein bisschen. Machen wir noch einen Fight hier. Kommst du? Regulärer Platztausch. Alles gut, das war auch mehr Spaß. Also Blauschnicki, Niemers und Vascho schon im Ziel, Bettina auf den letzten Metern unterwegs. Dann zum Sander auf der 4 vor BS Powersports, also Scotty auf der 5. Dann Mike Rockenfeller, wieder von Sir Henry bekommen hat. Aber da ist die Messe noch nicht gelesen. Oh. Da gibt's den Fight bis auf die letzten Meter. Oh, Glück. Also ich glaube auch, ich muss hier Lenkrad und Pedale haben, weil ich habe überhaupt kein Gefühl. Ich überfahre das Ding permanent. Und ja, damit geht's gleich rein in die nächste Session. Das zweite Qualifying heute auf den 13,626 Kilometern hier in Le Mans für Lauf Nummer 2. So, neues Spiel, neues Glück, zweites Qualifying, 5 Minuten. Also zweites Qualifying in Le Mans, 5 Minuten die Zeit, in der es jetzt gilt, eine neue schnellste Runde hier hinzusetzen. Thomas Vogt kommt da gleich raus, der Erste, der hier die Dunlop-Schikane überschießt, rechts im Bild. Auto von Volt Racing. Das ist Frank Wilke am Steuer der 42. Jetzt erstmal seine Strafe hier abbremsen muss, wenn man so will. Auch Thomas Vogt kurz überschossen hier in der Schikane, leicht abgekürzt. Jetzt rein, Tetre Rouge, dann raus auf die lange Hünadier geraden mit der 2, mit den beiden Schikanen. Rennen Nummer 1 von Michael Niemers gewonnen. Mal wieder. Er lässt niemals einen anderen nach vorn kommen. Möglicherweise aber jetzt. Zweiten Anlauf hier an der Sart. Jetzt gilt es aber erstmal, die schnellste Zeit hier zu setzen. Im ersten Qualifying war die 3:38.226 die Messlatte für alle anderen. Bleibt bei den 5-Minuten-Qualifikationen gerade mal genug Zeit, um eine Runde in der Qualifikation zu fahren. Also da muss auf Anhieb alles sitzen. Man darf da so wenig Fehler wie möglich einbauen. Das ist natürlich besonders schwer, je kürzer die Strecken sind, die die Finger da zurückzulegen haben. Also alle, die einen Controller in der Hand haben, die haben da deutlich größere Probleme als die Profis mit dem Lenkrad. Fällt eng zusammen. Im ersten Quali gab es da einige, beziehungsweise zumindest eine Berührung auf den letzten Metern. Das will man, soll man natürlich vermeiden. Aber man kann den Windschatten auch nutzen, sofern man nicht zu nah dran kommt, weil, das haben wir auch gelernt, da ist dann Dirty Air, also die Luft zu stark verwirbelt,
als dass es wirklich schnell macht. Roland, ich sehe dich gerade schön im Bild. Was rechnest du dir aus? Gutes Mittelfeld, würde ich sagen. Das ist nach wie vor mein Ziel. Also die Zeit, um mich richtig ordentlich zu verbessern. Jetzt, wo wir gerade miteinander reden, fahre ich auch schon ins Kiesbett. Die hatte ich noch nicht ganz, die Zeit. Aber vielleicht kommt sie ja noch. Es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Und ich kann mich da nur anschließen. Es macht auf jeden Fall richtig Laune, vor allem auch Rocky dabei zu haben. Also, ja. Vor allem ein Riesenspaßfaktor und ich hoffe, das zweite Rennen wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube auch, Rocky, das ist nicht das letzte Mal, dass wir dich hier sehen, hören. Wahrscheinlich nicht. Bei mir muss jetzt das Equipment erstmal hochgefahren werden. Also, so bin ich echt zu schlecht. Aber nee, auf jeden Fall, macht Spaß. Ich bin jetzt, wie gesagt, die letzten Wochen schon viel unterwegs gewesen mit meinem Simulator bei verschiedenen Events, eigentlich fast dreimal die Woche. Und genau, jetzt heute Abend Premiere hier. Heute Mittag mal kurz geguckt. Roland hält Abstand, sehr gut. Ja, von daher auf jeden Fall werde ich öfter dabei sein. Definitiv. So, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Dann mach das mal. Jetzt ist der Spaß schon rum, merkst du? Geht schon um die Wurst hier. So. Sprung holen. Los geht's. Entschuldigung. Ja, es war nicht nur einer, der hier abgekürzt hat. So ungefähr das halbe Feld ist über die Schikane schräg drüber gedonnert. Kommt im Qualifying aus dem Windschatten auf der Grenadier. Schiebt sich einen Platz nach vorn, zumindest virtuell. Mit einem Grinsen im Gesicht. Zeig mal den Jungs, wo der Hammer hängt. Gut, nach Strafe. Musst du jetzt wieder ziehen lassen. Aber im ersten Rennen lange geführt und am Ende auf Platz 3 im Ziel gewesen, kann sich durchaus sehen lassen. Ja, da werden wir noch einiges sehen von dir in dieser Saison, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Dreieinhalb Minuten noch auf der Uhr. Das der Sieger von Rennen Nummer 1. Blauschnigi. Vielleicht, wenn wir dann Aufschluss über die Startreihenfolge haben, wenn dann nämlich alle nach ihrer fliegenden Runde über die Linie gekommen sind. Der RCCO-Rekordmeister Thomas Vogt gerade auf der zweiten Position geführt. Aber das ist einfach nur die Reihenfolge, in der die Jungs rausgefahren sind. Zeiten gibt es bislang noch keine. Das wollen wir gleich sehen. Schöne Drifteinlage. Porsche-Kurven. Schnelle Passage. Gotti auf der 4.
So, Reihenfolge. Blauschniggi, Pierce Powersports, Volt Racing, Warschau Landi Racer, Bettina auf der 5, dann Thomas Vogt, Warschau auf der 5. Okay. Also zum Sande auf der 8, aber das Ergebnis hat sich nochmal geändert. Landi Racer, Rocky hat sich auf die 2 nach vorn geschoben. Ja, ich musste der Bettina nochmal ein kleines Payback machen für das erste Qualifying. Deswegen hast du gerade schön entschuldigt. Und so stehen die Jungs aufgereiht. Also schauen wir mal. Blauschniggi von der Sieger von Rennen 1. Dann Mike Rockenfeller mit deutlich besserer Ausgangsposition diesmal. Und damit sind wir bereit. Rennen Nummer 2, 5 Runden am Circuit de la Sarthe in Le Mans, 13,626 Kilometer. Wir warten auf die Ampel und dann geht's los. Ab geht's. Warschau und Vogt wurden gestrichen, weil da noch Strafen drin waren vor Start und Ziel. Gehen die 9 Fahrzeuge hier zum ersten Mal. Und der Bogen hoch. Wird aber auch mit allen Bandagen gekämpft. Oh, ui, 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 ui. Nein, nein. Oh. Doch, au. Was macht denn der Niemals schon wieder da vorn? Setzt sich direkt ab, hält sich aus allem Gerangel raus. Thomas Vogt drückt sich auf die 2. Position nach vorn. Das aus der letzten Reihe. Und das aus der letzten Reihe. Und der Mann, der in der ersten Reihe startete, ist jetzt letzter. Rocky, was ist denn da los? Ey, die fahren ja hier, das ist ja wie auf der Kirmes. Das ist ja Wahnsinn, wie beim Autoscooter der ersten Schikane. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Rocky geht nach vorn. Vorbei. Dann war schon. Oh, was war das denn? Was macht auch Bettina was raus? Was macht ihr denn da? Heilende. Aber Sir Henry, Andreas Tschorsch deutlich besser dabei. Auf der 4. Position aktuell. Musst du mal kurz bremsen. Mann, oh Mann, oh Mann. Also das war jetzt eine Szene für einen Renndirektor. Wird nach dem Rennen nochmal analysieren. Ich ruf Stoppi nachher mal an. Videobeweis gibt's ja zum Glück. Genau. Also Vogt auf der 2. Position, 3,7 Sekunden zurück, aber die Luft ist dünn. Das Feld ist dann noch enorm eng zusammen. Sir Henry, sein Teamkollege bei der Slotcar-Serie, drückt von hinten. Ist auf 0,7 Sekunden schon ran. Abstand vergrößert sich etwas. Auf der Bremse schrumpft er wieder zusammen. Roland mit erklärtem Ziel. Das Mittelfeld mit Platz 4 gut dabei. Sogar noch in Reichweite zum Podium. Aber Stefan Warschau drückt von hinten auf der 5. Unter. Deutlich unter einer halben Sekunde, 0,2. Versucht's da innen. Roland, sorry. Aber, Roland, alles gut. Ich, abgegangen gerade. Ich warte auf Roland. Danke. Ja. Scheiße. Hast du mal geschoben, Stefan? Ja. Hab ich mal im Rückspiegel gesehen gerade. Sir Henry auf der 2, also Andreas Tschorsch hier. Richtig nachgelegt, bisschen profitiert vielleicht von den anderen. Thomas Vogt kommt von hinten mit deutlich Überschussgeschwindigkeit, aber Sir Henry stellt sich nicht doof an, schmeißt die Tür zu. Ich sehe übrigens nicht Sir Henry, ne? Also bitte? Überhaupt nicht in meinem Spiel, Sir Henry. Das ist lustig. Achso, bist aber gerade vorbeigefahren. Also ja. Thomas Vogt jetzt zweitplatziert. Ein Geist für mich. Ich habe ihn weder in der Ah, schön, dass wir ihn wenigstens sehen können. Ja, hier genau. Sind wir mit den Kameras unterwegs. Das Auto im Bild-Zeitungsdesign. Der ist hinter dir. Okay. Und Landi Racer, also Rocky, ist da auch noch durchaus in Reichweite. Den sehe ich im Spiel. 1,2 Sekunden zurück. Schaut das Phantom. Das war also 0,7 nach vorn. Platz genommen bei Rocky.
Schön die Schikane mitgenommen. Richtung Petre Rouge. Und innen an Sir Henry vorbei. Genau so geht's. Ob im LMP1 oder in der Corvette oder im Audi e-tron Vision Gran Turismo. Rocky kann's einfach. Selbst wenn er nur so einen komischen Controller in der Hand hat. Naja, Thomas. Ja, bin ich warm, Mann, ne? Naja. Ich hab aber auch die Bettina die ganze Zeit im Nacken. Das ist hartnäckig, ne? Boah, macht mich ganz nervös. Juiuiuiui, und schon passiert. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich untersteuern hasse? Ja gut, das hat man hier ganz minimal bei dem Auto. Aber auch ganz minimal. Und so schaut das Ganze aus der Sicht der viertplatzierten Bettina Schuller. Die Mike Rockefeller da ganz schön in Schnappatmung bringt. Sir Henry zurückgefallen auf die 6. Der zweitplatzierte Thomas Vogt 9,3 Sekunden zurück auf den Meister der Klasse, auf Blauschnicki Michael Niemers. Rennen Nummer 1 gewonnen, genauso wie alle 4 Rennen zuvor. 8,6 Sekunden drückt er zwischen sich und den Verfolger Thomas Vogt. Thomas, was ist los? Ich wollte gerade hier meinen Bildschirm korrigieren. Ah ja. Ich bin aber schief, Banner. Jetzt ist er aus. Gemerkt, ist okay. Jetzt ist er ganz aus. Jetzt nicht mehr so warm recht. Ja, Rocky hält sich stabil da vorn. Jetzt sind wir mit Stefan Waschow unterwegs auf der 5. Position. 12,5 Sekunden der Rückstand auf den führenden Blauschnegi. Aber nur 0,5 Sekunden auf Bettina. Die muss jetzt die Augen mal so ein bisschen in den Rückspiegel packen, während Thomas Vogt hier eine Strafe bekommt, sich damit der Abstand auf den führenden noch weiter auftut. Aber von hinten kommt dafür Rocky. In dem Fall kommt Stefan Waschow und macht Druck auf die Viertplatzierte, die wiederum direkt hinter Mike Rockefeller unterwegs ist. Das ist der Blick aus der Frontscheibe von Bettina Schuller. Schönes, enges Racing, gleich 4 Autos. Unglaublich dicht zusammen. Kleine Rempelei. Ich wusste es, Thomas. Meine Bremspedale sind gerade weggefahren. Schlechte Vorbereitung hier. Rocky auf der 2, dahinter Thomas Vogt. Da gab es gerade die Rempeleien. Bettina schaut sich das Ganze aus der Logenposition an und wartet einfach auf ihre Chance. Mädels sind da manchmal einfach cleverer. Da war die Chance. Ja, und mit leichter Vorbande geht's da vorbei. Dabei schießt sich aber selber in den Fuß und geht einmal durchs Kiesbett. Damit auf jeden Fall eine Position verloren. Waschow hat profitiert. Stefan jetzt auf 3. Micha, warte mal, ich komme. Nur ein bisschen um Sieg fighten. Nur 13 Sekunden. Also du hast ja noch 2 Runden. Aber Stefan kommt nicht so richtig ran. 5, gerade waren es 1. Das nimmt jetzt stark ab. Ich muss jetzt richtig lange Beine machen hier mit meinem weggefahrenen Pedalen. Das ist der Drittplatzierte, der profitiert hat von der Rempelei. Bettina hat sich da aber deutlich besser durchgerempelt. Thomas Vogt
gleich zwei Plätze verloren. Ich glaube, da gibt es viel Arbeit für den Videobeweis nachher. Ne? Ja. Bis morgen Abend, bis wir streamen, haben wir ein Ergebnis. Auch schöne Kampfspuren an der Seite bei Bettina. Das Schöne ist in dem Beweis, Design. Beweisstück A. Genau. So, und jetzt nimmt sie sich Stefan Baschow vor die Flinte. Oh, wer ist denn da? Und Landy Racer einen Platz verloren. Rocky. Zwei Plätze verloren. Ja, ich habe leicht im Kies gesteckt. Aber okay. Dank Allrad ging es dann doch wieder raus. So, und schon wieder Windschatten. Ja, das ist aber dirty. Ich war im selben Kiesbett bei Mike. Echt? Ich dachte, das ist eine gute Linie, die du fährst, aber doch nicht. Oh Mann. Oh. Ich wollte gerade sagen, ihr seid aber gut auf der Bremse, du. Ja, zu gut, ne? Stefan Waschow war das, der da gerade kurz die Nase in die Mauer gesteckt hat und damit gleich zwei Plätze verloren hat. Immer wieder vorne. Bettina, fahr schön hinterher, nicht vorbei. Bettina, gib alles bitte. Okay. Hier sehen wir die beiden, Bettina in Orange und davor ist Mike Rockenfeller. Roland, da verteile in der Schnauze stecken seines Autos. Hinter den beiden passiert nicht so viel, also schon Action, aber deutlich und weit zurück, über 20 Sekunden, während hier das Speedbull-Haus-interne Duell am Kochen ist. Thomas Vogt hat noch die Nase vorn, aber Roland zum Sande macht ihm das Leben da nicht zum Zuckerschlecken. Platztausch zum Sande vor Vogt. Das Bettina. Wie gesagt, mit dem Boxenstopp. Braucht man nicht. Eier 5 Runden nur, stimmt. Braucht er nicht. Eieieiei, jetzt bin ich wieder unter Druck. So, ich lasse gerade meine Bremsen reparieren in der Box. So. Wer ist denn da neben mir? Bettina hat mich abgezockt. Ja, damit neue Reihenfolge. Auf Platz 1 Niemas, auf 2 die Lady Bettina Schuller und auf 3 Mike Rockenfeller, immerhin auf Podiumskurs und nur 3,5 Sekunden auf die Lady, aber Tendenz zunehmend. Ja, jetzt geht's wieder ein bisschen runter. Oh. So, meine Pedalerie ist wieder heil. Sind sie weggeschoben? Und frische Reifen, ich war in der Box. Also. Die Jungs haben das gut gemacht. .333 Zeit im Rennen, also 5 Sekunden schneller als am ersten Qualifying. Bettina, du weißt ja, die Runde ist lang, ne? Mhm. Kann noch viel passieren. Genau, zwischen den beiden gab es gerade den. Oh, da ist ja ein schöner Zug vor mir. Austausch. Da ist ja ein ganzer D-Zug vor mir. Ja, ungefähr 6 Autos. Alle mit alten Reifen, das freut mich. Mal sehen, ob wir nochmal Nürburgring wiederholen können. Hast du die da alle am Schluss noch gekriegt, oder was? Ja, in den letzten 2 Runden. 5 Plätze gut gemacht. Am Ende war es ein 2. Platz für Thomas Vogt beim 2. Rennen auf dem Nürburgring. Oh nee, oder? Ich hab das Ding ins gleiche Kiesbett gesetzt. Ein Rundenschmidt. Einzige Podiumsergebnis. Gibt's doch nicht! In der laufenden Saison, da verliert Mike Rockenfeller einen Platz an Stefan Waschow. Bettina fährt vorne ein fröhlich Liedchen auf den Lippen. Die ist jetzt komplett ohne Druck. Aber Rocky, du hast nur 0,8 Sekunden auf den Zweitplatzierten. Hier sehen wir Bettina. Ich glaube, der schmeißt das Ding nochmal weg. Ja, fast, ne? Ja, fast. Oh, da war eine Wand.
Ja, ich glaube, jetzt hast du es. Mann, habe ich, ey, das gibt's alles gar nicht. Wie konnte ich denn da alles so wegschmeißen? Zwei Runden hintereinander in blöden Mulsanenkurve im Kies gesteckt. Nein, Porsche getroffen, nein. Das ist auch schlecht. Nein. Ja, so schnell kann's gehen. Ja. Rocky damit wieder zurück auf 3. Tut aber alles, um den Platz wieder herzugeben. Alter Schwede, was ist denn da los? Wer kommt denn da? Roland? Bist du das? Jupp. Okay. Bremst mal lieber. Bin dabei. Thomas kommt wahrscheinlich auch gleich noch. Und rein in die letzte Runde. Blauschnicki vorneweg. Bettina Schuller auf einer sicheren zweiten Position aktuell. 26 Sekunden Rückstand auf den Führenden, aber 11,3 Sekunden vor Mike Rockenfeller, der sich hart zurückgekämpft hat auf die dritte Position. Dabei nicht ganz oder ein bisschen profitiert hat von den Ausrutschern der anderen. Während Roland zum Sande von hinten da richtig Druck macht auf den DTM-Piloten. Roland, du Sack! Das gibt, du warst ey, alles so gut, langsam. Fahr. Guck mal, zack. Nein! Das war nicht gut, fahr einfach. So, Wascho spielt wieder mit, jetzt auf der 3. Komm, Roland, den holen wir uns. Ja. Es geht hier ums Podium, ne? Fang du mal an. Ja, ich versuch's. Sorry. Sorry. Da war aber jemand sehr optimistisch. Ja, ich muss bremsen. Scheiße. Oh, da kommt noch einer. Ja, super gelaufen. Aber gut hingekriegt, Roland. Alle rudern sich da vorbei auf der Hünadier. Andreas Tschorsch, den haben wir die ganze Zeit nicht so im Bild gehabt. Jetzt aber. Jetzt ist er weg. Nein, auf der vierten Position unterwegs. Zum Sande dahinter. Ja, kurz. Wie lange hat man Zeit eigentlich, diese Streckenbegrenzungsthematik quasi zu bremsen für die Geschichte? Was war das? Was? Kannst du das nochmal fragen, bitte? Entschuldigung. Oh ja. Was ist denn hier los? Ich habe ihn nur wieder vorbeigelassen, weil ich ihn rausgekommen habe. Ach, du warst das? Ich dachte, das war der Rocky. Nee, was? Ich war das, sorry. Ich doch nicht. Aber du machst sowas nicht, ne? Niemals. Er ist der Geist. Podium, Rocky. Naja, also. Es geht ums Podium, das habe ich verstanden. Ja, du bist auf 3. Ja. Doch. Der war. Jetzt nicht mehr. War schon vorbei, neuer Drittplatzierter. Henry fährt da hinten zickzack auf der 5. Position, wartet auf seine Chance, Landy Racer hinter sich zu lassen. Rockenfeller von Platz 4 zu verdrängen. Während der Führende reinkommt zum Boxenstopp in der letzten Runde. Das ist arrogant. Ich mach mal noch schnell einen Stopp hier. Hab ja Zeit. Auto waschen. Ja. Genau. Auto. Einmal aufpolieren. Ja, Bettina. Souverän auf der 2. Position unterwegs. Und dann tobt noch heftiger Kampf zwischen Wascho und Landy Racer, während Bettina über. Oh, da muss einer. Fährt. Langsam und jetzt auf den letzten Metern geht Mike Rockenfeller innen durch. Wascho drückt sich auf der Außenbahn vorbei. Rockenfeller selbst mit Strafe. Und damit muss er sich am Ende mit Platz 5 zufrieden geben.
Dotti kommt da quer über die Linie, quer auf Start und Ziel. Und dann hat man von Thomas Vogt geschnupft. Ich dachte, wir fahren wieder 10 Runden Rennen, nicht 5. Das hatte ich nicht geschaltet und habe mir erst gedacht, mein Gott, das Auto, das will ja gar nicht an die Box, das fährt ja durch. Und dann habe ich erst geschaltet, dass das Rennen zu Ende ist. Ja, ja. Ja, das war's dann also zur dritten Veranstaltung hier der RCCO eSport Series vom Circuit de la Sarthe in Le Mans in Frankreich. Und Anfang Mai geht's dann weiter mit der vierten Rennveranstaltung. Rennen Nummer 7 und 8. Mal gucken, ob es wieder Michael Niemers wird, den kein anderer da vom höchsten Treppchen des Podiums stoßen kann, oder ob es ein anderer schafft. Ob Mike Rockenfeller seinen Lenkrad-Controller an die PlayStation angeschlossen bekommt, ob Bettina wieder aus Versehen die Strecke vorher 2 Stunden übt, die Mike Rockenfeller dann auswählt. Fragen über Fragen, die beantworten wir Anfang Mai. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Spaß hat's gemacht. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und fühlt euch wohl zu Hause.